Wenn er den Ball berührt, wird's immer gefährlich. Mit ihm, wir sind bessere Mannschaft. Florian Wirtz, Prototyp Unterschiedsspieler. In der zweiten Folge von Making Off erzählt uns sein Vater von den außergewöhnlichen Fähigkeiten des kleinen Florian. Wenn man ihn angeleitet hat, dann wurde er dadurch nicht besser. Von Vorbildern, auf die man jetzt nicht so direkt kommt. Was ihn so damals fasziniert hatte, war Marco Marin. Und von Momenten, die zeigten, der wird es mal ganz weit bringen. Dann war es unverkennbar, dass mit dem was nicht stimmte. Wir erklären euch, warum Florian Wirtz dafür sorgen könnte, dass Bayer Leverkusen in dieser Saison um die Meisterschaft mitspielt und warum er einer der Hoffnungsträger für Hansi Flick und Deutschland auf eine erfolgreiche Heim-EM 2024 ist. Vorhang auf für Making of Florian Wirtz. Der Ursprung einer möglicherweise ganz großen Karriere liegt in Pulheim bei Köln. In seinem Geburtsort lernt Florian Wirtz das Fußballspielen beim SV Grün-Weiß Brauweiler. Ja, und viele von euch werden das noch kennen, in einigen Teams gab es immer dieses eine Kind, das der Sohn des Trainers war. Und eines dieser Kinder war auch Wirtz. Die wurden ja auch ganz gerne mal bevorzugt behandelt. In diesem Fall hatte das aber weniger mit Verwandtschaft zu tun, als einfach mit absurd großem Talent. Er hat den Ball gesehen zu Hause oder irgendetwas Rundes und ist sofort hinterhergelaufen. Er ist nahtlos in diese Mannschaft eingestiegen, die ja ein Jahrgang älter war. Und das gab kein erstes Training, sondern alle waren immer froh, wenn Florian da war, weil er ja schon ganz schnell vieles mit dem Ball machen konnte. Hans-Joachim Wirtz ist für Flo quasi sein erster Xabi Alonso. Unter ihm geht er seine ersten fußballerischen Schritte. Seine ehemaligen Mitspieler aus Kindheit und Jugend betonen aber immer wieder, dass sein Talent lange nicht alles ist, was Wirtz schon in ganz jungen Jahren auszeichnet. Immer wenn ich hier in den Ferien was anderes gemacht habe in der Nähe, war Florian immer am Platz, mit seinem Vater immer am Trainieren und mit der Juliane, seiner Schwester. Und ja, der Ehrgeiz und das Talent, ja genau, und einfach das ständige Training, würde ich jetzt sagen. Das war sehr auffällig bei ihm. Work hard. Play hard. Ich weiß nicht, ob Florian Wirtz schon in jungen Jahren Neo oder Wiz Khalifa gehört hat. Beherzigt hat er diesen Satz aber schon außergewöhnlich früh. Ja, sieht gut aus. Mit gerade mal 12 Jahren jongliert Wirtz hier ganz locker mit Tennisbällen. Länger als andere es überhaupt mit einem Fußball schaffen. Sein Individualtrainer Marc Dommer, der unter anderem auch Julian Draxler trainiert, erzählt uns, wie Wirtz zu dieser Zeit unbedingt den Rekord von Draxler brechen wollte. Und es ganz easy schon beim zweiten Mal schaffte. Eine von Wirtz ganz großen Stärken heute ist die Vororientierung und Koordination auf dem Platz. Den Grundstein dafür legt er in Extraschichten mit Dommer. Und im Gegensatz zu anderen Kindern weiß der kleine Florian schon ganz genau, was es für mannschaftlichen Erfolg braucht. Der hat immer fürs Team was gegeben und immer die anderen angespornt, auch schon in den jungen Jahren. Und das war sehr auffällig und trotzdem halt viel den Ball auch mal abgegeben, obwohl er klar wusste, dass er besser ist. Ja, und das zeichnet den heute 20-Jährigen immer noch aus. In den letzten drei Spielzeiten hat er jeweils immer mehr Vorlagen als Tore in der Statistik stehen. Schon früh in seiner Kindheit fallen seine außergewöhnlichen Fähigkeiten auf, zum Leidwesen von Brauweiler. Dann hatten wir ein Hallenturnier mit den Bambinis, waren auch Scouts von Leverkusen und vom 1. FC Köln und glaube von Düsseldorf oder wer auch alles in der Halle war. Und dann hat er unglücklicherweise, Anführungsstrichelchen, bei den Bambinis gespielt. Und dann war es unverkennbar, dass mit dem was nicht stimmte. Ja, klassisches Lob von Vater an Sohn, würde ich sagen. Wirtz wechselt also schon im Alter von 7 Jahren zum 1. FC Köln. Sein Vorbild in der Bundesliga ist damals aber ein Bremer. Was ihm so damals besonders fasziniert hatte, war Marco Marin als ganz kleiner Junge. Als der 1. FC Köln das herausgefunden hatte, dass er Fan von Marco Marin war, haben sie ihm gleich als Lockmittel ein Trikot von Marco Marin geschenkt, das übrigens heute noch existiert und inzwischen mir immer noch passt. Und sein ganz großes Idol war zu dieser Zeit schon Lionel Messi. Heute besitzt Wirtz beides, die 1-gegen-1-Qualitäten à la Marin
und die Spielmacherfähigkeiten à la Messi. Wirtz entwickelt sich in der Jugend des 1. FC Köln hervorragend und macht damals wie heute seine Mitspieler besser. Man wusste immer, dass wenn man mit Flo spielt, dass man gefühlt mit ein oder zwei Männern mehr spielt, weil man hat damals halt schon früh erkannt, so, okay, aus dem wird was, weil egal wo wir waren, egal gegen wen wir gespielt haben, ob es gegen Ältere, gegen bessere Vereine waren oder so, sei es beim FC oder bei Brauweiler, Flo ist immer herausgestochen und so seine Stärken heute und auch damals schon waren halt immer, dass er das Spiel sehr, sehr, sehr früh schon lesen konnte. Generell, er hatte eine Technik, der konnte schon damals Sachen am Ball, die konnte ich oder konnten andere Leute erst, was weiß ich, wie viele Jahre später. Und diese Sachen machen Wirtz letztendlich zu einem der jüngsten Bundesliga-Debütanten der Geschichte. Zum Leibwesen des FC, aber nicht in Köln. Obwohl zwischen dem FC und Bayer eine Vereinbarung existiert, gegenseitig keine Jugendspieler abzuwerben, schnappt Leverkusen Anfang 2020 zu. Die Verantwortlichen bei der Werkself sagen damals, sie fühlten sich nicht an das Abkommen gebunden, weil Wirtz' Vertrag bei den Kölnern im Sommer eh ausgelaufen wäre. Der damalige Geschäftsführer Rudi Völler sagt zu der Zeit, Florian nicht zu holen, wäre fahrlässig gewesen. Ja, der Mann sollte Recht behalten. Nicht mal 5 Monate später, im Alter von 17 Jahren und 15 Tagen, gibt Wirtz sein Bundesliga-Debüt. Und der Trainer, der ihm damals das Vertrauen schenkt, weiß ganz genau, welche Knöpfe er drücken bzw. nicht drücken sollte, um das Beste aus seinem Supertalent herauszuholen. Peter Boss, dem man viel zu verdanken hat, sagte, ich sage Florian besser nichts. So kann ich ihn nur schlechter machen. Und das war damals auch schon so ein bisschen so. Wenn man ihn angeleitet hat, dann wurde er dadurch nicht besser. Wirtz ist halt ein Freigeist, der schon in seinem 4. Spiel überhaupt gegen einen gewissen FC Bayern zum damals jüngsten Torschützen in der Bundesliga-Geschichte avanciert. In der Folgesaison 2020/21 nimmt seine Karriere dann so richtig Fahrt auf. Wirtz wird im Alter von 17 Jahren Stammspieler bei einer Top-Mannschaft in Deutschland und sammelt 16 Scorerpunkte. Grund genug für den damaligen Bundestrainer Jogi Löw, Wirtz im März 2021 erstmals für die A-Nationalmannschaft zu nominieren. Bei seinem Debüt ist er dann aber volljährig. Das folgt nämlich im September 2021 gegen Liechtenstein. In der Spielzeit 2021/22 packt Wirtz in Sachen Torbeteiligung nochmal drauf. 25 Scorerpunkte sammelt er in Liga, Pokal und Europa League bis März 2022. Und dann der Schock. Ausgerechnet im Spiel gegen seinen Ex-Club Köln reißt er sich das Kreuzband. Während seines Ausfalls stürzt Bayer Leverkusen in die Krise, steckt im Tabellenkeller und wechselt den Trainer. Xabi Alonso folgt auf Gerardo Seoane. Flo ist so jung, er muss alle Erfahrung haben. Gute Erfahrung und schlechte Erfahrung, besser zu sein. Und ich glaube, dass jeder Schritt ist wichtig für ihn. Die schlechte Erfahrung der Horrorverletzung Kreuzbandriss hält Wirtz nicht auf. Anfang 2023 kommt er zurück und knüpft beeindruckend schnell wieder an seine alte Form an. 12 Scorerpunkte sammelt er noch in der Rückrunde. Wir müssen eine solide Mannschaft sein, für ihn besser zu spielen. Es ist nicht nur Florian. Mit Florian alle passieren. Nein, nein. Wir müssen eine Mannschaft bauen und wachsen. Mit ihm, wir haben mehr Möglichkeiten und wir sind eine bessere Mannschaft. Dass Leverkusen unter Wirtz eine bessere Mannschaft ist, das wissen auch die gegnerischen Trainer. Und Ex-Eintracht-Coach Oliver Glasner beschreibt die Stärken von Wirtz ganz treffend so. Er zielt Tore, er kann Tore vorbereiten, ist sehr, sehr fleißig. Auch gegen den Ball läuft immer richtig viel. Er hat Tempo, er kann im 1 gegen 1 sich durchsetzen und hat auch aber das Auge für den Mitspieler. Also ist schon sehr, sehr komplett für seine jungen Jahre. Finde ihn auch sehr spielintelligent. Auch er findet immer wieder Räume, wo es eigentlich kaum welche gibt. Fähigkeiten, die man nur ganz selten findet und die Bayer Leverkusen in der neuen Saison dabei helfen könnten, ganz lange ganz oben mitzuspielen. Er kann die tödlichen Pässe spielen, die zum Beispiel die Neuzugänge Jonas Hofmann oder Victor Boniface verwerten können. Dazu halten ihm Neuling Granit Xhaka und Ezequiel Palacios den Rücken frei. Und auch in der Nationalmannschaft könnte Wirtz in Zukunft eine Schlüsselrolle einnehmen. Ja, Florian Wirtz ist wie alle jungen Spieler hier
einfach auch durch die Unbekümmertheit ein Riesengewinn auch für diese Mannschaft. Hervorragend Techniker, sehr spielfreudig, sehr kreativ und guten Torabschluss. Aber auch, was man natürlich auch braucht, gerade im Mittelfeld, sehr lauffreudig und eine gute Geschwindigkeit. Also von daher hat ein gutes Gesamtpaket. Klar ist, Flick sieht in Wirtz und Jamal Musiala zwei Gesichter der Heim-EM 2024. Bei einer Sache sind sich Vater und ehemalige Mitspieler übrigens einig. Egal wie weit Flo es schafft, abheben wird er nicht. Ich glaube, das hat unsere örtliche Struktur ja mit sich gebracht, dass er, sieht jedenfalls fast so aus, ein vernünftiger Mensch geworden ist. Und ich hoffe, dass das bleibt und er seine Nachbarn, die Dorfbewohner, die Menschen hier auf dem Sportplatz noch freundlich begrüßt, seine Lehrer weiterhin kennt und all diese Dinge, die man so unter dem Aspekt ich bin einer von euch, dass er die weiterhin behält. Ich weiß, dass Flo immer derselbe bleibt, egal wie viel Erfolg er hat. Und ich weiß, dass Flo immer nach dem Besten strebt, dass sein Traum war, immer Weltfußballer zu werden. Und er selber kann sich das zutrauen, traut sich das zu. Und wir alle stehen hinter dem und trauen ihm das selbstverständlich auch zu. Was glaubt ihr, wie weit wird es Florian Wirtz in seiner Karriere schaffen? Kann er wirklich eine Schlüsselrolle bei der Heim-Europameisterschaft 2024 einnehmen? Schreibt es unten in die Kommentare und dann lasst uns auch gerne ein bisschen Feedback auf diese zweite Folge Making of da und natürlich auch Wünsche für weitere Spieler, Trainer oder auch Vereine, dessen Weg in die Spitze wir für euch beleuchten sollen. Danke, ciao und bis nächstes Mal.